Ihr seid bestimmt für das Event in 100 Sekunden da, ne? Dann würde ich sagen, fange ich gleich auch mal an. Es geht los nach dem Intro. Viel Spaß! So, die 100 Sekunden starten jetzt. Es wurden drei Geräte vorgestellt, S20, S20 Plus und S20 Ultra, die vom Design genauso aussehen, wie die Leaks es gesagt haben. Das heißt, Vorderseite, Rückseite gleich wie die Leaks. Das Display ist größer geworden und es hat jetzt 120 Hertz als Bildwiederholrate, was aber nur genutzt werden kann, wenn wir bei Full HD sind, das heißt nicht bei 2K. Das heißt, man muss sich entscheiden, scharf oder schnelle Bildwiederholrate. Auch scharf ist auf jeden Fall die 8K-Videoaufnahme, die die Geräte können, mit 24 Bildern in der Sekunde. Und der Akku ist auch schärfer, das heißt größer geworden. Das heißt 4000 mAh, 4500 und 5000 mAh beim S20 Ultra gibt es jetzt. Außerdem, die Kamera hat jetzt 30-fachen Hybrid-Zoom beim S20 und S20 Plus und 100-fachen Space-Zoom beim S20 Ultra. Das wird hoffentlich sehr, sehr stark. Groß bzw. stark ist auch der Preis. 899, 999 und 1349 soll das Ding kosten. Vom S20 zu den Kopfhörern. Kopfhörer wurden vorgestellt, kosten 149 Euro, haben besseren Klang. Und Z Flip Foto vorgestellt, deren neues klappbares Gerät. Keine Konkurrenz zum Fold oder Nachfolger, aber eine andere Herangehensweise. Gespannt, wie es wird. Das wurde auf jeden Fall alles vorgestellt. Ich glaube, ich habe es geschafft innerhalb der 100 Sekunden und ja, das war's. Nice. Wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es relativ schnell war und vielleicht nicht so qualitativ, wie ich sonst versuche, aber auch nicht immer umsetze leider, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und ja, haut rein.